Ich bin der Techniker für Qualitätssicherung unserer ODL-Messnetze. ODL bedeutet Ortsdosisleistung und beschreibt die Umgebungsstrahlung in Mikrosievert pro Stunde, die uns tagtäglich umgibt. Das BFS betreibt ein bundesweites ODL-Messnetz mit ca. 1700 Messstellen. Diese Messstellen werden von unseren Außendienstmitarbeitern in regelmäßigen Abstand von 4 Jahren angefahren und gewartet. Dazu gehört auch unter anderem der Austausch unserer ODL-Messnetzsonden durch eine bereits geprüfte Sonde. Diese finden dann zum Beispiel mit Transportkästen ihren Weg hier nach Berlin, um hier eine wiederkehrende Prüfung zu bekommen und noch weitere qualitätssichernde Maßnahmen. Unter qualitätssichernden Maßnahmen versteht man unter anderem das Updaten der Firmware, das Regenerieren von Trockenmitteln, um die Feuchtigkeit in geschlossenen Sonde zu reduzieren und die Überprüfung und Nachregulierung der Hochspannung an unseren Zählrohren. Unsere Sonden besitzen 2 Geiger-Müller-Zählrohre. Eins davon ist für niedrige Zählraten, die wir in der normalen Umgebungsstrahlung messen. Die andere ist für höhere Zählraten, die wir normalerweise nicht messen. Daher ist es umso wichtiger, diese Zählrohre regelmäßig im Strahlenkanal einer erhöhten Strahlung auszusetzen und zu prüfen, ob diese noch funktionieren und unsere Qualitätsstandards erfüllen. Dazu testen wir auf unserem eigens entwickelten Prüfstand unsere Sonden. Sie sind in einem definierten Abstand zu unseren Prüfstrahlern aufgebaut und werden mit 2 unterschiedlich starken Prüfstrahlern bestrahlt. Diese 4 Sonden sind an unsere Messwertsender angeschlossen, die die Daten verarbeiten und in unsere Datenbank senden. Die Differenz aus Ist- und Sollwert werden später ausgewertet und beschreiben die Qualität der Sonde und ihren Zählrohren.